Die Next Golden Generation der Fivers, das sind die jungen Talente aus dem eigenen Nachwuchs der Margaretner, die sukzessive an die Kampfmannschaft herangeführt werden. Sozusagen der letzte Schritt vor dem Einstieg ins Profigeschäft ist die zweite Mannschaft der Fivers, die sich in der zweithöchsten Spielklasse Österreichs in der Handball-Bundesliga HBA dem Wettkampf stellt. In dieser Saison bereits zum zweiten Mal. Wir hatten vergangenes Jahr doch große Anlaufschwierigkeiten. Eh klar, die Mannschaft, die in der Bundesliga spielt, ist im Schnitt 19,5 Jahre alt, spielt gegen andere Mannschaften, wo teilweise 4 Legionäre vertreten sind. Wir haben bestimmte Regeln, die wir vom ÖHB vorgegeben haben, die wir einhalten müssen. Es dürfen die 10 besten Spieler, Nationalteamspieler und Legionäre eben nicht in der Bundesliga-Mannschaft spielen. Wollen wir auch gar nicht, weil das nicht unser Ziel ist, sondern wir wollen möglichst früh jungen Spielern die Möglichkeit geben, im Männerhandball Fuß zu fassen. Das gelingt uns sehr gut, heuer besser als in der vergangenen Saison. Wir stehen derzeit an 6. Stelle, haben bis eine Runde vor Ende des Grunddurchgangs sogar die Chance gehabt, also 2 Runden vor Ende des Grunddurchgangs die Chance gehabt, ins obere Playoff zu rutschen, was bedeuten würde, wir würden um den Aufstieg mitspielen, ist aber so und so irrelevant für uns, weil wir gar nicht aufsteigen dürfen von den Regeln des ÖHB her. Aber es bringt für die Spieler wahnsinnig viel und wir sind sehr zufrieden heuer. Die Next Golden Generation ist aber auch ein Projekt, bei dem es auch um die Finanzierung der kostenintensiven Nachwuchsförderung geht. Die Nachwuchsarbeit liegt uns generell sehr am Herzen. Das heißt, wir investieren auch sehr viel in unseren Nachwuchs und in die Nachwuchsarbeit. Wir haben 16 Jugendtrainer, wir haben das HBA-Projekt, sprich eine Mannschaft in der zweiten Liga. Und das kostet natürlich auch entsprechend Geld, die ganzen Auswärtsfahrten, die ganzen Jugendtrainer etc., Trainingszeiten, Hallen. Und deshalb haben wir das Projekt Next Golden Generation ins Leben gerufen. Das bedeutet, dass einfach unsere nächste goldene Generation an Spielern, die in die erste Mannschaft kommen sollen, auch von kleinen Sponsoren unterstützt werden können. Ab 100 Euro ist man dabei und dann ist man auf dieser schönen Tafel verewigt, im Internet verewigt. Und das findet eigentlich ganz gut Anklang und wir hoffen, dass wir auch noch weitere Unterstützer für unseren Nachwuchs so bekommen. Förderungswürdige Talente gibt es bei den Fivers genug. Im HBA-Team steht etwa mit Boris Tanic der Torhüter des 96er Nationalteams im Tor. Beim HLA Supercup wurde er heuer zum besten Spieler gewählt und bei den Fivers kann man es sich sogar leisten, ihn manchmal auf der Bank sitzen zu lassen. Felix Friedl ist zwar für einen Handball-Goalie mit 169,5 cm nicht besonders groß, aber er beweist immer wieder, dass es eben nicht auf die Größe ankommt. Die beiden Torhüter sind aber nur 2 Beispiele für viele junge Talente. Daher ist auch der Coach der Kampfmannschaft dabei, wenn es für das HBA-Team um Punkte geht. Einerseits natürlich unsere goldene Generation, die hinten nachkommt. Das sind ja viele junge Spieler, die auch schon zum Teil HLH-Erfahrung haben. Das ist ja wunderbar. Und natürlich auch im Zusammenspiel mit dem Trainer ist klar, wir können uns sehr gute Gelegenheit, so wie heute, ein bisschen Feedback geben. Das ist ein großer Vorteil. Also, das ist mal angenehm, aus der zweiten Reihe das gut zu beobachten zu können und mal das ein oder andere Ätzes oder Feedback zu geben. Die Rollen sind dann sozusagen vertauscht, denn Michi Tratscher, der sich um das HBA-Team kümmert, ist bei der HLA als Co-Trainer mit dabei. Die Entwicklung der jungen Spieler steht für das Trainerteam der Fivers dabei im Fokus. Ja gut, dass sich junge Spieler weiterentwickeln, das ist klar. Die Art und Weise, wie sie es tun, damit kann man besonders zufrieden sein. Sie sind ganz schnell um einen Schritt gereift. Sie haben es verstanden, einen Rhythmus im Spiel zu haben, was meiner Meinung nach eine sehr, sehr schwere Sache ist. Und den Rhythmus halten sie auch mittlerweile über eine gesamte Spielzeit. Das hat man heute gesehen. Sie haben in der zweiten Halbzeit nicht stärker gespielt als in der zweiten. Aber sie haben einfach Kontinuität gehabt über beide Halbzeiten. Und das war letzte Saison noch nicht da. Und darüber bin ich sehr glücklich.
Ein Spieler dieser Golden Generation, der vielleicht auch bald in der HLA zu sehen sein könnte, ist beispielsweise Marin Martinovic mit der Nummer 25. Der Aufbauspieler ist auch im 96er Nationalteamkader und auch im Spiel der Fivers eine wichtige Stütze. Es sind aber nicht die einzelnen Talente, die so eine Next Golden Generation ausmachen, sondern das Kollektiv. Als Mannschaft haben sie in dieser Saison dreimal so viele Punkte geholt wie in ihrer ersten Saison in der HBA und gehen jetzt nach der Halbierung der Grunddurchgangszähler mit 10 Punkten in das untere Playoff. Wenn also nichts Unvorhergesehenes passiert, dann wird auch in der nächsten Saison ein Team der Fivers in der Handball-Bundesliga am Start sein und auch dann werden wieder viele junge Talente aus dem eigenen Nachwuchs den Weg in Richtung HLA-Mannschaft suchen und auch finden.